Hallihallöchen und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Faltkarten. Hier ist wieder deine Stempelstream 76 und wir zwei werden heute kreativ. So, ich habe den Auftrag, eine Abschiedskarte zu machen für eine Praktikantin bei uns in der Einrichtung. Ja, und tatsächlich, sie war jetzt nur eine relativ kurze Zeit da. Ich habe nicht so viele Infos über sie, aber ich habe mir gedacht, Blumen gehen doch immer, oder? Und so ein bisschen wie Schmetterlinge passen auch irgendwie immer. Und ich habe mal ein bisschen was zusammengesucht, das zeige ich dir jetzt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was es wird. Ich habe keine Ahnung. Also zum einen habe ich mir hier wieder das Aquarell Rose genommen, das DSP. Ich denke, ich würde mal Lila heute bevorzugen. Ich weiß es noch nicht. Ich dachte halt, weil da immer so eine unifarbene Seite ist und halt eine gemusterte, das könnte vielleicht was werden mit der Idee, die ich im Kopf habe. Dann habe ich mir hier von Crealise noch so Sechsecke, Hexagon, Gedönse ausgesucht. Das sind jetzt nicht so viele. Passt mir aber ganz gut, weil die sollen nicht so, also ich brauche keine ewig großen, mir reichen so kleine. Ich schätze, es werden so, das wird hier vielleicht das Größte werden. Also vielleicht drei Stück. Ich weiß es noch nicht. Ich guck mal. Ich habe eine Idee im Kopf, wie gesagt. Dann habe ich von MFT hier noch diese niedlichen kleinen Schmetterlinge. Ich finde die ganz hübsch. Die können da vielleicht noch mit dazu, aber du weißt, der Shop, keine Ahnung. Ne? Und ich möchte keinen Spruch stempeln. Das spiegelt ja, das ist ja Wahnsinn. Also das habe ich mir tatsächlich gedacht. Ich möchte keinen Spruch stempeln, weil zum Abschied ist immer irgendwie schwierig, ne? Und ich dachte, das mache ich dieses Mal mit Stickern. Ich habe hier von Simply Stories, ja, aus der Color Wipe Serie noch das Spring und das die Basics. Und ich habe gedacht, das kommt vielleicht auch ganz gut, weil hier ist auch so ein Lila. Und jetzt habe ich gedacht, ich dürfte es noch nicht benutzt haben, da das ist dem Ton sehr ähnlich. Also von diesem, ach, du siehst es nicht, aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Von diesem Blümchen hier zu dem Sticker Lila. Ich glaube, das kann was. Und deshalb habe ich mir die rausgesucht. Und ich dachte vielleicht als Gegenspieler hier noch so was Neutrales. Aber Bruder lieb, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich philosophiere jetzt nicht lange über das Material. Und ich sage einfach, los geht der Peter, ne? Ich habe hier begonnen mit meiner Basiskarte, die habe ich mir aus weißem Cardstock zugeschnitten, auf ein Maß von 21 cm mal 21 und das Ganze habe ich dann mittig bei 10,5 gefalzt und somit hatte ich dann auch schon meine Slimline-Karte bzw. meine Lean-Lang-Karte. Hier habe ich die Falz nochmal schön knackig nachgezogen und dann konnte ich mich auch schon an meine Sechsecke machen. Dafür habe ich mir von dem Aquarell Rose Design Papier das Unifarbene und diese lilanen Blumen ausgesucht. Also dieses lila Unifarbene Design und die lilanen Blumen. Und habe mir da einfach diese Hexagons in verschiedenen Größen zugekurbelt. Das ging relativ zackig. Bei dem Blumenmotiv habe ich halt immer geguckt, wie es mir gerade so passt. Hatte aber da ja noch nicht wirklich eine Idee, wie das jetzt genau drauf kommt. Ja, und so habe ich mich dann mal ein bisschen durch die Gegend gekurbelt. Mit dem DSP geht das ja sehr einfach und deshalb habe ich auch zum Beispiel bei dem einfarbigen die Seite doppelt gelegt. Das ist ja überhaupt kein Problem. Hier ging es mir hauptsächlich um die Blumen. Da wäre das doppelt gelegte ein bisschen blöd gewesen, weil ich ja die Blumen nur auf einer Seite sehe. Ist ja irgendwie logisch. Jo, und dann ging es auch schon an das Zurechtfummeln. Da ich ja noch nicht wusste, wie es werden sollte, habe ich angefangen, mir so ein Muster zu legen. War mir noch nicht so ganz schlüssig. Ja, und habe das immer wieder ausprobiert. Wie passt es da, wie passt es hier? Ja, und irgendwann stand mein Design. Und ich konnte mich an das Stempeln der Schmetterlinge machen. Dafür habe ich mir hier Transparentpapier auf meine Stempelhilfe gelegt. Die Schmetterlinge positioniert und ein bisschen durch die Gegend geschubst habe ich es auch. Ach, die kleben aber auch immer wunderbar aneinander, diese Stempel, ne? Immer dann, wenn du es nicht brauchst, dann bappen sie. Ja, also kennst du ja, ne? So, hier habe ich sie aufgenommen mit meiner Stempelhilfe
und habe das Transparentpapier ein bisschen abgepudert. Hab da so ein, ja, so ein bisschen Embossing-Buddy-Gedönse da, ne? Und hab dann mit Versamark die Schmetterlinge, also Versamark auf die Schmetterlinge draufgegeben. Holla, die Waldfee. Jetzt sind mir die Worte ausgegangen. Und da das Transparentpapier dann immer so gerne kleben bleibt, nehme ich mir hier immer so ein Stäbchen, so ein Schaschlikstäbchen. Und ziehe das Transparentpapier runter, damit das nicht verschmiert, der Abdruck. Dann habe ich aus meinem Fundus noch so ein bisschen Wow Embossing Pulver draufgegeben. Das nennt sich Metallic Platinum. Das finde ich sehr schön. Und ich mag das, das zu sehen, wie schnell das schmilzt. Ich mag das immer wieder. Es fasziniert mich. Ich finde es toll. Also ist eigentlich kein Hexenwerk, aber ich finde es ist schön anzuschauen. Ich habe mir das zweimal abgestempelt und ausgeschnitten, sodass ich dann 8 Schmetterlinge hatte. Und die schneide ich jetzt hier auch schon munter aus. Ja, und dann habe ich geschaut und habe das Feigestempelkissen mal ausprobiert. Und das passt perfekt zu dem Aquarell Rose. Hätte ich jetzt, also war ich überrascht. Auf jeden Fall habe ich mir das Feigestempelkissen ein bisschen auf den Acrylblock gesetzt, Wasser dazu gegeben, also verdünnt, und dröppel das jetzt hier direkt auf die Kartenbasis drauf, damit der Hintergrund einfach nicht so nackelig ist. Weil nur in Weiß hätte es mir nicht so gefallen. Ja, und dann habe ich das Motiv wieder gelegt, aber noch nicht geklebt, weil ich war mir ja noch nicht so sicher, wohin es geht, ne? Die Schmetterlinge waren ausgeschnitten, also konnte ich die jetzt so ein bisschen in Form biegen, weil die sollen schon so ein bisschen abstehen. Und verteile die einfach auf der Seite. So, da habe ich jetzt also schon mal die Grundidee und jetzt brauche ich natürlich noch zum Abschied. Da habe ich mir die Sticker geschnappt, schnippel die mir hier schon mal weil zurecht. Ich mache das ganz gern, weil ich gerne so einen Gesamteindruck habe. Und ja, dafür schneide ich mir die Buchstaben einfach aus mit der Trägerfolie. Und kann die dann einfach so ein bisschen legen und schieben. Und wenn es nicht passt, dann kann ich es einfach wieder zurückräumen. Hab also kein Material verschwendet. Das Zum habe ich halt in diesen kleinen Buchstaben ausgeschnitten. Und das Abschied aus den großen. Ja, sieht man irgendwie auch, ne? Dann lege ich mir die hier zusammen und überlege also, wie kriegst du die jetzt da gescheit drauf? Und da komme ich auf die Idee, ich nehme einfach nochmal die SP, schneide mir davon einen Streifen runter. So, der ist so, was hat der? Ich glaube, einen halben Zentimeter. Also es ist jetzt wirklich nicht dick. Und setze mir das Abschied da drauf. Also in meiner Fantasie, in meiner Vorstellung ging das deutlich, deutlich schneller. Ich habe mir da so ein bisschen schwer getan. Obwohl ich das jetzt schon schnell laufen lasse, wie du siehst, dauert das doch schon sehr lang. Also das war jetzt, ja, das war, glaube ich, der schwierigste Teil. Bis es dann so sitzt, dass mir das gefällt und, ne, ach, hast du nicht gesehen. Also kann man wahrscheinlich auch schneller machen. Ich habe es irgendwie ein bisschen verkompliziert. Die Enden habe ich abgeschrägt. Das hat mir irgendwie besser gepasst. Also ich fand halt so gerade abschneiden, fand ich irgendwie langweilig. Und dann habe ich die mal so draufgelegt und mal geguckt, wie das so wird. Und ich kann sagen, es gefällt mir. Das bedeutet, es geht ans Kleben. Ja, tatsächlich. Das Motiv habe ich ja jetzt hier schon liegen und dann nehme ich mir einfach nur die einzelnen Sechsecke, klebe die aus und richte die noch so ein bisschen aus. Aber so eigentlich alles frei Schnauze, ne? Also so, wie es halt gerade passt. Kommen die da drauf. Dann kann ich mir das Abschied draufsetzen. Und da stelle ich dann so fest, das Abschied sitzt jetzt aber nicht so schön. Also die Buchstaben nochmal ein bisschen abgelöst und ordentlich draufgesetzt. Das ging ganz gut, weil ich es noch nicht richtig festgedrückt hatte. Das Zum kommt drauf. Da hätte ich einfach, ernsthaft, ich hätte einfach an, wie heißt das, ein Lineal nehmen sollen. Aber gut, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Die Schmettis finden ihren Platz da drauf. Und das gefällt mir irgendwie so, wenn es jetzt so am Fertigwerden ist, richtig, richtig gut. Es sah vorher gar nicht so, also war mir nicht so bewusst. Ein paar Nuvo Drops habe ich noch gefunden und auch die finden ihren Weg drauf. Und dann war es das auch schon.
Meine Karte ist fertig und ich finde sie sehr hübsch. Sie gefällt mir. Das ist besser als in meiner Vorstellung. Und ich war jetzt echt entzückt, dass das Freigestempelkissen so gut zu dem DSP passt. Das hätte ich nicht gedacht, auch mit den Stickern. Ich bin noch am Überlegen, ob ich hier noch so ein, also die Buchstaben ein bisschen nachfahre, damit die sich besser vom DSP absetzen. Ich weiß es noch nicht. Also, weil so mit dem bloßen Auge, finde ich, sieht man es ganz gut. Ich weiß nicht, wie du es jetzt in der Kamera siehst. In meinem Vorschaubild sieht es jetzt nicht so, also nicht so abstechend aus. Hier so mit bloßen Augen sehe ich es ganz gut. Ja, und die Nouveau Drops, die haben ja jetzt noch echt drauf gepasst, wie, also bei uns sagt man immer wie Arsch auf Eimer, gell? Um Gottes Willen. Also, Violet Galaxy, finde ich, was ich so alles habe, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also passt hier sehr, sehr gut zusammen, kann ich dir echt nur empfehlen. Die Kombi Feige, Violet Galaxy und das DSP Aquarell Rose, finde ich richtig, richtig nice. Ja, und mit diesen embossten Schmetterlingen, das geht einfach immer. So, das war's heute von mir auch schon. Wir machen das jetzt gar nicht lang. Du findest alles unten in der Infobox verlinkt, kennst aber schon das Spiel. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich heute von dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag und sag tschüss, bis bald.